Hi, ich bin Mila und mein magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Es ist Halloween. Halloween. Ich bin als Vampir verkleidet. Weißt du schon, als was du gehen wirst, Morphin? Gespenst. Ich kann fast durch dich durchsehen. Aber hast du denn keine Angst vor Gespenstern? Doch. Morphin fürchtet sich vor Gespenstern? Komm, wir zeigen den anderen magischen Haustieren unsere Kostüme. Ja. Atmo, stopp! Es ist doch nur Morphin. Ist alles okay? Hey. Ein Gespenst! Komm zurück, es ist nur Morphin. Gespenster sind nicht echt. Oh je. Keine Sorge, Morphin. Wir finden sie und erklären ihnen, dass du kein echtes Gespenst bist. Ja. Oh. Ah. Gespenster sind nicht echt. Lass Morphin in Ruhe, Mr. Vanderboos. Angst vor Gespenstern. Wow. Wow. Oh nein, in der Stadt spukt es. Spukt? Ja, hör mal. Folg uns nicht. Komm nicht hierher. Mila Stimme? Das war ich nicht. Sogar in den Bäumen spukt es. Komm nicht hierher. Gespenst? Keine Sorge, Morphin. Das ist kein echtes Gespenst. Nicht echt? Nein, ich zeig's dir. Magische Haustiere. Genau. Hallo, magische Haustiere. Was macht ihr da? Wir wollen das Gespenst verjagen. Das ist kein echtes Gespenst. Das ist Morphin. Tada! Oh, du hast uns Angst eingejagt, Morphin. Aber ihr habt der ganzen Stadt Angst eingejagt mit euren Kräften. Ihr wart ganz wie ein echtes Gespenst. Denkst du, was ich denke, Morphin? Es gibt keine Gespenster. Ich bin ein echtes Gespenst. Was passiert hier? Das ist sie, die tollste Achterbahn auf der Welt. Sie hat Loopings, super Kurven und sie ist richtig hoch. Das einzige Problem ist, du musst so groß sein, um mitzufahren. Ich
Ich kenne da vielleicht einen bestimmten Professor, der da helfen könnte. Das wird dich in einen Erwachsenen verwandeln. Aber willst du das auch wirklich machen, Mila? Auf jeden Fall. Na gut, los geht's. Mila ist so groß. Mila, bist du das? Oh nein, ich bin Milas Tante. Wow, ihr seht euch so ähnlich. Also, du bist groß genug. Viel Spaß. Erwachsen bin, kann ich tun, was ich will. Erwachsen? Komm mit, Morphle. Wer will auf dem Delfin reiten? Ich will. Tut mir leid, Miss, aber Sie sind viel zu groß, um auf dem Delfin zu reiten. Tun, als wäre ich eine Lehrerin, Morphle. Tut mir leid, Miss, aber Sie dürfen hier nicht rein. Ich bin Milas Tante. Ah, ich habe von Ihnen gehört. Sehr erfreut, aber Mila ist nicht hier. Und ich muss zurück zum Unterricht. Wiedersehen. Erwachsensein wird langsam langweilig. Das ist ein Kinderspielplatz, Miss. Ich muss Ihnen eine Strafe geben. Oh, tut mir leid, aber ich kann das nicht bezahlen. Ich habe kein Geld. Dann schlage ich vor, dass Sie sich einen Job suchen. Es reicht. Ich will nicht mehr erwachsen sein. Bist du sicher, dass du wieder ein Kind sein willst? Ich war mir noch nie so sicher. Gehört? Was denn? Sie bauen noch eine Achterbahn. Diesmal wird sie noch größer. Das ist schön. Willst du nicht wieder erwachsen werden, um drauf zu fahren? Auf keinen Fall. Erwachsensein war nicht so lustig, wie ich dachte. Ich werde es genießen, ein Kind zu sein, solange ich kann. Tick, du bist dran. Komm zurück. Habt ihr es, Leute? Wie bestellt, ganz, ganz viele Roboter. Perfekt. Ich bin so froh, dass ihr die letzten mochtet. Aber wofür braucht ihr sie, wenn ich fragen darf? Schon gut, Professor. Und bitte, bau einfach mehr für uns. Mila, ich will mein Spielzeugauto zurück. Spielzeugauto? Ich hab dein Spielzeugauto nicht, Roy. Ja, das hast du. Ich hab gesehen, wie du es genommen hast. Wenn du es nicht zurückgibst, sag ich es deinem Papa. Mila hat kein Spielzeugauto. Na gut, wie du willst. Troy, warte! Da bist du ja, Mila. Ich war auf dem Weg zu einem wichtigen Meeting, als du mich mit viel Schlamm beschmissen hast. Aber das würde ich niemals tun. Ich muss nach Hause gehen und mich umziehen, aber ich bin noch nicht fertig mit dir, junge Dame. Das ist verrückt, Morphle. Wir müssen rausfinden, was hier los ist. Verwandel dich in einen Hubschrauber. Thank you.
mal. Mila macht Chaos. Morphle, das bin nicht ich. Ich bin doch hier. Oh. Es muss ein Roboter sein. Los hinterher, Morphle. Bringen. Beamter Freeze wird wissen, was zu tun ist. Beamter Freeze, wir haben den Roboter gefangen, der Unsinn gemacht hat. Du meinst, wie der hier? Hä? Was? Wie viele gibt es davon? Professor, wir brauchen mehr Roboter. Ich arbeite so schnell ich kann. Ich bin sicher, die Roboter sind hier lang gelaufen. Da, da, viele Milas. Eis kaufen. Okay. Wir brauchen die Fernbedienung, Morphle. Ich habe eine Idee. Mir nach. Schau, da ist Morphle. Morphle, Morphle. Schnappt ihn! Du hin, kleiner Roboter. Was zur? Alle Roboter, fangt die Banditen. Nein, nein, nein. Natürlich steckt ihr dahinter. Es ist echt eng hier drin, Stein. Rück mal, Roboter. Nein, nein, nein. Soll ich dir eine Geschichte erzählen? Als der Junge zu dem Haus lief, öffnete sich die Tür von alleine und er hörte eine gruselige Stimme. Morphle mag Geschichte nicht. Wow, dir passt heute ja gar nichts, Morphle. Sollen wir vielleicht zum Strand fahren? Das heitert dich immer auf. Schneller! Hä? Morphle, pass auf! Sorry!
uns eine Sandburg bauen, Morphle. Hä? Wo willst du hin, Morphle? Fertig. Lass uns woanders hin. Sieh nur, wie viel Spaß Sie haben, Morphle. Hey, Morphle, das ist nicht nett von dir. Popcorn, leckeres Popcorn. Du bist ein hungriger kleiner Gefährte, nicht wahr? Wow. Morphle, hast du heute Morgen gefrühstückt? Nein. Morphle wollte nicht Frühstück. Morphle wollte spielen. Ach so, darum warst du heute also so schlecht drauf. Du hast noch nichts gegessen. Oh. Also, Morphle, hau rein. Fühlst du dich jetzt besser nach dem Essen? Ja, jetzt Morphle glücklich. Ah, meine neueste Erfindung kann Menschen in Teddybären verwandeln. Nicht super? Morphle spielt Teddybär, Mila. Tschüss, Professor Rashid. Tschüss, Mila und Morphle. Na so, Zeit, mich selbst zurückzuverwandeln. Oh nein, ohne Hände kann ich die Fernbedienung nicht verwenden. Hast du das gehört, Jörn? Ja, und ich liebe Teddybären. Schweig, Jörn. Ach du heiliger Bim-Bam. Mila Teddybär, bester Teddybär. Banditen! Und die haben die Teddybär-Fernbedienung. Oh! Was passiert hier? Ja. Wir müssen sie aufhalten, Morphle. Verwandle dich in einen superschnellen Geparden. Hä? Oh, ich kann mich ohne Hände nicht festhalten. Kannst du mich mit deinem Schwanz festhalten? Super, los geht's. Oh nein, ich hab bald ein Date. Oh. Wie wär's, wenn du mich ein Stückchen trägst? Nicht in meiner Stadt. Thank you.
Beamter Frost. Wir werden die Banditen aufhalten. Oh nein, guck mal, Stein. Warum verwandeln wir dich nicht auch in einen Teddybär? Super! Der Strahl funktioniert nur bei Menschen. Oh nein, jetzt bin ich ein Teddybär. Oh, du bist so ein süßer Teddybär. Super, jetzt können wir alle zurückverwandeln. Als erstes Beamten Frost. Ah, das ist besser, aber nicht für euch zwei. Oh. Immerhin habe ich einen weichen, kuscheligen Teddybär mit mir im Gefängnis. Yay, Morphe! Pass auf! Ja, all das Wasser ist fast wie eine Dusche und Banditen sind gern dreckig. Tut mir leid. Weißt du, wir könnten die ganze Stadt dreckig machen. Ja, ja, aber wie machen wir das? Ich bin sicher, es gibt dafür ein magisches Haustier. Mit der Macht des schleimigen magischen Haustiers namens Slimy werden wir die ganze Stadt mit Schleim bedecken. Ja, ja, Schleim, Schleim, Schleim. Wir müssen sie aufhalten, Morphle. Verwandle dich in... Nicht in meiner Stadt, Kinder. Was fällt euch denn ein? Wir müssen die Banditen fangen. Ihr müsst erstmal den ganzen Dreck, den ihr gemacht habt, wegputzen. Oh, aber... Kein Aber, junge Dame. Ich komme bald wieder, um zu sehen, ob ihr den Schleim weggeputzt habt. Komm, wir putzen so schnell wie möglich. Martha hat eine Idee. Das ist super, Martha. Und jetzt den Banditen hinterher. Oh nein, schau dir all den Schleim an. Oh oh. Guck mal, Banditen. Oh, sie wollen das Auto von Polizist Freeze einschleimen. Morphle, sprühe den Schleim mit deinem Wasser weg. Was? Ihr schon wieder? Ihr könnt sofort anfangen, die Feuerwehrwache zu putzen. Okay, Polizist Freeze. Wow, guck mal, Morphle. Überall, wo der Schleim war, ist jetzt viel sauberer als vorher. Er ist wie eine Art magische Seife. Oh. Komm, wir waschen den Rest des Schleims weg. Haben wir das nicht gerade eingeschleimt? Ja. Wir haben alles weggeputzt.
Und jetzt waschen wir euch auch. Oh nein, tut ihr nicht. Wir sind richtig sauber, Jan. Ich weiß, Stein. Ich liebe es. Wird? Meine Erfindung ist fertig. Kommt und schaut. Das ist mein neues Jugendserum. Ich zeige es euch an meinem Assistenten. Oh, das ist so süß. Welpe. Heilige Reagenzgläser, Morphle! Wie kümmere ich mich bloß um ein Baby? Oh, weia, Morphle, du musst sie zu Papa bringen, während ich ein Gegenmittel erfinde. Oh, weia! Morphle? Papa. Oh, oh nein. Mila, nicht weinen. Mila, hungrig? Den komischsten Traum.
Ich hab geträumt, ich wäre ein Baby. Wie albern.